So, da sind wir wieder. Und dann machen wir gleich mal hier weiter, indem wir hier die Flaschen einsammeln und uns wieder zurückschwingen. Gut. Jetzt wieder hier hoch. Ich will gucken, was noch da oben ist. Und ja, jeder Charakter erfüllt so seinen Zweck hier in dem Spiel halt. Oh, wir haben den ersten Checkpoint erreicht. Gut. Ich glaube, ich hoffe mal jedenfalls, dass wir dann von Checkpoints aus das Spiel nachher fortsetzen können. Und nicht vom Anfang des Levels. So, jetzt müssen wir hier mit dem Magier die Wand einschlagen. Und uns mit dem Krieger in diesen engen Raum begeben. Und die Skelette zerhauen. Die uns gefährlich werden wollen. Und da kommt schon das nächste Skelett. Das kann erstmal gegen mein Schild schlagen. Da oben liegt ein Geschenk, was auch immer das ist, das sehe ich zum ersten Mal. Wahrscheinlich, weil ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, sind liegen jetzt in dem zweiten Playthrough solche Geschenke hier rum. Na egal. Gucken wir mal weiter. Hier nicht runterbrechen. Das wäre nicht so gesund. Sondern mal hier hochschwingen. So. Nächster Checkpoint. Oh, na großartig. Und Skelette zum Erschlagen. Also ja, jetzt am Anfang sind die Kämpfe doch relativ einfach, weil die Skelette einfach nichts können. Aber nachher kommen noch stärkere Skelette. Die dann doch etwas schwieriger zu besiegen sind. So, hier hoch. Ich will hier hoch. Ja. Und das war jetzt meine erste Landung in den Stacheln. Und gleich die zweite. Dann sollten wir mal kurz zum... Ja, okay, das heilt mich bloß zur Hälfte hoch, der Checkpoint. Also an der Stelle beweise ich... Ah, so geht's glaube ich einfacher. So. Beweise ich fehlenden Skill schon mal. Was sehr toll ist, oder? Den falschen Charakter auswählen. So. Gut. Ja, hier nicht runterbrechen. Und durch die Skelette durchhacken. Eine Lebensfiole wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, fall da runter. Und der nächste ist runtergefallen. Das würde es, glaube ich, runtergefallene Skelette geben keine Erfahrung. Ah, das war falsch. Hier brauchen wir jetzt mal wieder den Magier, der uns diese Bretter hier zu Brücken baut. Ah, nein, das war runterfallen. Das war nicht so gut.
Und das war wieder runterfallen. Also ja, man merkt, das Spiel ist... Ja. Nicht so leicht, wie es aussieht. Also man muss sich schon ein bisschen... Vor allem, wenn man mit der Diebin solche Sprungsachen, solche Hangelsachen hier macht, ein bisschen konzentrieren. So, jetzt aber. Jupp. Und am besten nochmal hier hoch. Gut. Weil hier drüben ist sicherlich auch noch was. Deswegen bauen wir hier die Brücke fertig. So. Nein, ich glaube, hier geht's weiter. Deswegen gucken wir noch mal, was hier unten ist. Nix. Nur ein großer Pilz. Also ja, man muss ehrlich sagen, die Physik-Engine, die sie hier eingebaut haben, ist sehr gut gemacht. Hier wollen wir natürlich nicht so einfach runterfallen. Deswegen hangeln wir uns hier runter. So. Hier brauchen wir den Krieger. Na komm her. Ja genau. So können wir Gegner auch mal mit der Umgebung töten. So. Kommt noch einer? Nein, dann können wir hier durch. Und können hier rüber. So. Der Ritterschild ist mächtig genug, um... Ja, da ist was runtergefallen. Der Ritterschild ist mächtig genug, um die Feuerbälle aufzuhalten. So, aber die Skelette müssen per Hand verhauen werden. Ich finde das finde ich immer ein bisschen lästig. Sie brauchen ewig, bis sie gespawnt sind. Da weiß man nie, ob sie es nicht, ob da noch welche kommen, Skelette. So, und hier haben wir wieder ein kleines Rätsel gehabt. Und zwar mussten wir mit dem Magier den Stein da befreien, um uns wieder hier rüberhangeln zu können. Aua. Und dann können wir hier runter. Und können... einfach mal auf einem von den Skeletten landen. So. Feuerbombe abwarten. Energietrakt aufsammeln. Und uns hier runter schwingen. So. Und dann hier hoch. Und die Gegner erledigen. So, kommt noch einer? Ja, da kommt noch einer. Nur sieht man mal, die Physik-Engine kann lustig sein. Okay, da drüben ist ein geheimer Schatz, an den kommen wir aber nur von der anderen Seite. Und zwar müssen wir dazu hier den Stein hochheben. Dann gucken, dass wir erstmal gegen die Skelette, die hier... Ah, das sind viele. So. Bestehen. Und dann müssen wir hier rein. Genau. Und das bringt uns dann rüber zum kleinen Secret.
Und das öffnen wir auch gleich mal. Da müsste unser erster Gegenstand drin sein. Jawohl, die Halskette des Lebens. Nein, so rufen wir das Menü nicht auf. Wie ging das nochmal? Leertaste? Nein, Leertaste ist springen. Okay, sobald ich herausgefunden habe, wie man nochmal das Menü aufruft, dann zeige ich euch, wie man Gegenstände ausrüstet. Inventar. Genau, und zwar haben wir jetzt hier die Halskette des Lebens. Die erhöht die maximale Gesundheit um 5% und verstärkt die Gesundheitszauber. Also solltet ihr auch gleich mal bei unserem Kämpfer bleiben. Bei unserem Ritter. Können wir uns auch hier die Werte der Charaktere ansehen. Und ihre Fähigkeiten. Gut. Wieder raus. Und wieder hier hoch. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. Ja, hier ist noch ein Skelett. Nein, hier runterfallen wollte ich eigentlich nicht. Und ja, es wird wahrscheinlich öfter passieren, dass ich irgendwo runterfalle, wo ich gar nicht mehr hin wollte eigentlich. So. Da oben ist nämlich auch noch etwas. Da müssen wir wieder mit unserem Magier ran. Und jetzt mit unserer Diebin noch hier hoch. So. Jetzt fehlt uns noch eine Erfahrungsfiole, dann kann ich mal den Stufenaufstieg zeigen. So, hier weitergehen. Aua. Bogenschützenduell. Toter Bogenschütze. Ja, und leider haben halt nicht alle Gegner Erfahrungsfiolen bei sich. Soll ich erstmal gucken, was hier ist? Nein, ich gucke erstmal nach da oben. Wenn ich es hoch schaffe, natürlich so. Genau. Große Energiefiole und eine Stufe höher. So. Wir können jetzt die ersten Punkte vergeben. Und zwar kriegt jeder beim Stufenaufstieg einen Punkt. Und die können wir dann verteilen. Zum Beispiel können wir dem Ritter sein Schwert und Schild verbessern. Und beim Zauberer können wir mehrere Kisten herbeirufen. So. Ihre Fähigkeit können wir noch nicht verbessern, weil das braucht leider 2 Punkte. Also müssen wir warten, bis wir wieder Fiolen haben. Man sieht aber hier unten schon, wie viele Fiolen es im Level gibt, wie viele von Gegnern und wie viele Geheimnisse es noch gibt. Also ein Geheimnis haben wir noch hier zu holen. Noch eine ganze Menge an Fiolen. Deswegen gucken wir mal, was hier unten noch ist. Nix. Von hier kamen wir ja. Hilfe. So, hier hoch. Und dann nehmen wir den Aufzug wieder. Und ja, das Spiel hat ziemlich viele nette Ideen eingebaut, die man später noch sieht, wenn wir mal aus der Akademie, aua, raus sind. Hier hoch. Und dann gucken wir mal, wo wir hier weiter müssen. Ich glaube, hier müssen wir hier oben weiter, aber erstmal schaffe ich mir die Fiole. So. Und dann hier hoch. Okay, hier drüben scheint es weiterzugehen. Da ist noch eine Fiole. Dann drehen wir mal das Brett ein bisschen. Und springen hier hoch. Und holen diese Stacheln rein. Ja. Jetzt das Brett wieder etwas zurückdrehen. Und hier hoch. So, genau. So.
Sehr schön. Und wieder Gegner. Die wir auch mit dem Bogen erledigen können, solange es nicht zu viele sind. Kommt noch einer? Und ja, man sieht auch hier, dass sich die Entwickler ziemlich viel einfallen haben lassen, was die Umgebung angeht. Also zum Beispiel jetzt hier der kleine Fluss mit dem großen Wasserrad dahinter. So. Kommen noch mehr? Dann hauen wir einfach sie einfach mal um. Na los, komm doch einer. Nö? Gut. Ja. Bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich mal wieder einen Cut. Bis gleich.